Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Interview, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, weil wir haben ein unglaublich geniales Thema. Es geht nämlich um Glück ist Familiensache. Und mein heutiger Gast ist Stefanie. Und am besten stellst du dich erstmal selber vor, wer du bist, was du machst. Okay, ja. Hallo Julia, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dem Interview. Mein Name ist Stefanie Rottmann. Ich bin Inhaberin von Clever Wachsen. Clever Wachsen richtet sich an Erzieherinnen, an Kitas erstmal. Ich gebe Fortbildungen, Supervisionen, aber ich berate auch Eltern in ja gerade herausfordernden Situationen. Sehr schön und finde ich super interessant und auch schön, dass du diese Anlaufstelle einfach bietest. Mhm. Weil oftmals hat man einfach so Probleme, wo man selber nicht weiter weiß und dann erstmal nicht weiß, zu wem man damit gehen kann. Mhm. Und unser Thema ist heute Glück ist Familiensache. Das finde ich super spannend. Wir alle kennen so dieses Klischeebild von einer Happy Family. Am besten finde ich das immer auf Instagram. Wenn du siehst, die sind alle top gestylt, die machen ständig Ausflüge. Es ist immer super ordentlich bei denen. Und dann hat man so die eigene Realität dagegenüber gestellt. Was ist so deine Meinung dazu? Genau, also früher war es die Werbung. Ja, die so diese Klischees vorgegeben hat, denken wir an hohes C, Drama, Nutella, ja. Aber genau wie du sagst, jetzt ist es eigentlich Instagram, es ist Facebook, es ist immer alles sauber, es sind immer alle top ernährt, das kommt noch dazu, also ja. Auch immer gut. Ja, wie du sagst, wir sehen dann unser eigenes Zuhause und merken so, wow, hier ist Geschrei, hier ist Chaos, hier ist Obabo. Und damit setzen wir uns einen ganz enormen Druck aus, der meiner Meinung nach total überflüssig ist, ja, weil die Realität immer anders aussieht als die geschönten Bilder. Denk an die Frauenzeitschriften, ja, an die tollen Models. Ja, das ist nicht die Realität. Wir alle haben und wir alle haben chaotische Wohnzimmer und staubige Küchen oder was auch immer umgekehrt. Ja. Also meine Meinung ist, ja, dass dieses Klischee und dieses Ideal jede Familie für sich selbst finden muss und sollte. Und eben wirklich glücklich kannst du als Familie, als Person erst werden, wenn du gelernt hast, dich eben von diesen Klischees und Idealen, die in jedem von uns sind, ja, die jeder von uns hat, wenn du dich davon lösen kannst. Du weißt, dass glückliche Familie auch geht. Weil, wenn es chaotisch ist, wenn es Ärger gibt, dann ist auch ganz andere Sachen einfach ankommt. Also ich bin froh, dass ich gerade noch mal auf Instagram, dass sich da jetzt mittlerweile herausstellt, dass viele das nicht mehr mögen. Mhm. Dieses extrem cleane Dargestellte, dass die Leute das nicht mehr mögen, weil sie merken, das ist so fern von ihrer eigenen Realität, dass sie sich damit gar nicht mehr identifizieren können. Aber es ist ja gut so, dass die Leute das erkennen und das nicht als Idealbild einfach ansehen. Genau. Was macht denn für dich persönlich eine glückliche Familie aus? Ja, also als allererstes und als Wichtigstes finde ich, dass jeder immer weiß, ich gehöre dazu. Mhm. Egal wann und egal wie ich bin gerade und wie unausstehlich ich auch bin, aber ich gehöre dazu. Ich wäre nicht, also eine Zeit lang war ja die stille Treppe ganz modern, ja. Und es gibt Phasen, ja, die habe ich als Mutter auch, ja. Es gibt Phasen, wo ich sagen muss, geh mir jetzt aus den Augen. Ja, also das gibt es. Aber dann ist die Frage, was passiert mit diesem, ich sage es ganz bewusst, ausgestoßen? Mhm. Gehe ich zum Kind hin, erkläre die Situation, hole das Kind möglichst schnell zurück oder sitzt es irgendwie eine halbe Stunde in seinem Zimmer und wartet auf die Erlösung der Autoritätsperson, ja? Also es ist immer ein Riesenbedürfnis eines Menschen, es ist unser Grundbedürfnis, dazuzugehören und Zugehörigkeit zu spüren. Und durch solche Aktionen verletzen wir das Kind ungemein. Du kennst es bestimmt. Wie werden die Kinder am einfachsten erpresst? Wenn du das nicht tust, dann bist dann. Du mein Freund, ja? Und jede Mama. Und das Kind leidet und es tut alles. Also erstmal für uns wirklich dieses... Die Kinder gehören dazu, auch wenn sie Mist bauen, auch wenn sie ganz unausstehlich sind. Wir auch. Genau. Wir gehören auch dazu. Ja, also wir bauen auch Mist und wir sind auch ab und zu unausstehlich. Und wie furchtbar wäre das, wenn der Mann sagen würde, wenn du abends gestresst bist, geh. Was? Ich kann dich nicht mehr sehen. Das ist mir zu anstrengend. Ja, also ich finde, dieses Gefühl zu haben, dieses tiefe Wissen, wir sind eins. Egal, was passiert. Das ist ganz, ganz arg.
Das finde ich schön, das finde ich schön. Ich habe das auch oft, dass du einfach sagst, okay, jetzt ist für mich eine Grenze erreicht, ich kann nicht mehr, aber dann kommuniziere ich das erstmal so, weil mir auch wichtig ist, dass die Kinder auch Grenzen erkennen, ja, dass sie nicht auf deinen Nerven rumtrampeln können, aber dann wird das Ganze wirklich relativ schnell aufgelöst. Also ich kann das dann auch nicht haben, wenn die ewig irgendwo in der Ecke hocken. Also nee, kann ich als Mutter schon gar nicht. Genau. Aber jetzt haben wir halt eine Familie, sagen wir mal, wie in unserem Beispiel, wir haben 4 individuelle Persönlichkeiten. Und jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse. Und jeder möchte ja eigentlich auch, dass diese Bedürfnisse irgendwo gestillt werden. Aber wie managt man das? Genau, das wäre nämlich der nächste Punkt auch gewesen, Julia. Das Ding, dass alle Bedürfnisse wichtig sind und ernst genommen werden. Und du sagst es, also jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und meistens kommt es ja zum Clinch und zum Krach, wenn diese Bedürfnisse aufeinanderprallen. Also ich hatte heute Morgen das Beispiel. Mein Sohn hatte das Bedürfnis, 2 Jahre, hatte das Bedürfnis, sich auszuprobieren, ja, zu experimentieren. Und ich hatte das Bedürfnis, pünktlich zu sein. Also ich glaube, es ist mit der Klassiker. Alleine machen ist dann so das, was man hört. Und für mich ist der erste Schritt immer das Bewusstmachen, egal um was es geht. Bewusstmachen, okay, welche Bedürfnisse prallen hier gerade aufeinander, ja? Also in der Situation ist es relativ schnell klar. Oft ist es auch, dass man als Erwachsener das Bedürfnis nach Ruhe hat, die Kinder Bewegung oder Ausdruck, sich auszudrücken, das möchten. Und wenn man das klar hat, okay, welche Bedürfnisse herrschen vor, dann immer im Kopf diese eine Waage vorstellen, überlegen, okay, wie bekomme ich das hin, dass wir das irgendwie ausgleichen können? Ganz oft ist es Zeit und das Zeitmanagement ist unser Job. Ja. Wäre ich heute Morgen eine halbe Stunde eher aufgestanden? Mhm. Ja, ich habe es in der Hand, ob es eskaliert, ob es ein Chaos gibt oder nicht. Genau, genau. Also wirklich die Waage und überlegen, okay, was ist möglich, wie viel kann ich zu- und abgeben, sodass sich keiner verliert. Genau. Das ist mir ganz wichtig. Genau. Das habe ich auch schon oft gesagt, so dieses zu spät kommen, was man so im Kopf hat, wo ich mir denke, ob die Kinder jetzt 8 oder 8:05 im Kindergarten sind, ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Und dann soll er doch jetzt noch das eine Auto nochmal weglegen und sich doch ein anderes aussuchen. Das ist in dem Moment gar nicht wichtig. Aber wir sind so in diesem Denken, oh, jetzt will ich los. Und jetzt müssen wir los. Oder wenn ich manchmal so, oh, ich würde jetzt gern spazieren gehen und die Kinder denken sich einfach so, nö. Dann bin ich im ersten Moment so, boah, ich wollte jetzt aber gern spazieren gehen. Aber dann ist es halt so. Dann machen wir das halt jetzt gerade nicht. Genau. Und dann gibt es vielleicht irgendeine andere Möglichkeit, ja, dass du sagst, okay, du hast das Bedürfnis, spazieren zu gehen, du willst dich bewegen, du willst an die frische Luft. Und wenn dein Mann heute Abend nach Hause kommt, dann kannst du vielleicht einfach nochmal eine Runde um den Block gehen oder so. Genau, genau. Nicht wegschieben, also beide Seiten nicht unbedingt weg. Gucken, dass jeder immer auf seine Bedürfnisse kommt. Also weil wenn du auf Dauer deine Bedürfnisse verleugnest, egal ob du als Mama oder deine Kinder, du lernst im Unterbewusstsein, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Also alles im Unterbewusstsein. Und Kinder sitzen dann irgendwann, deine Kinder vielleicht oder meine Kinder, ja, sitzen dann irgendwann mit 30 da und sagen, okay, ich brauche ein Achtsamkeitstraining. Weil ich habe gelernt, wie sie was Gutes. Genau. Das ist schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast, was das eigentlich bei den Kindern alles auslösen kann. Mhm. Wenn wir ständig ihre Bedürfnisse untergraben oder auch unsere eigenen. Und wir haben jetzt für eine glückliche Familie, haben wir schon gesagt, die Zugehörigkeit und die eigenen Bedürfnisse. Was zählt für dich noch rein? Ja, eine optimistische Grundhaltung in der Familie. Also da kann ich vielleicht ein ganz nettes Beispiel erzählen. Ich bin ja so die auch Optimismus verkauft, ja, Lösungsideen verkauft und auch natürlich lebt und versucht, so gut es geht, zu leben. Ich weiß nicht, warst du schon mal auf einem Kinderbasar? Hast du Kinderkleidung schon verkauft? Es ist herausfordernd. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, okay, die Hose kostet eh nur 1,50 und dann wird noch gehandelt und nochmal günstiger und nochmal günstiger. Und es hat mich geärgert. Ich war einmal und hatte eigentlich schon beschlossen, es nicht mehr zu tun und habe aber Gott und der Welt erzählt, wie furchtbar das ist. Mhm. Das ist Jammern. Ich habe mir eine Bestätigung geholt, wie furchtbar das doch eigentlich ist. Und mein damals 6-jähriger Sohn sagt dann, Mama, du kannst das jetzt noch 10 Leuten erzählen. Oder du gehst einfach nicht mehr hin. Ach, so wahr, ne? Mhm. Also dieses Fokussieren auf das Negative, ja?
die Schwiegermutter ist die eine, egal ob die Hautfarbe ist, was weiß ich, ja, ist, wenn wir uns immer darauf fokussieren, dann ziehen wir unseren Familienglücksindex komplett nach unten. Schauen wir auf die guten Seiten, und das können Kinder, ganz toll, dann geben wir unseren Glücksindex. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, und da kommt es nicht auf eine saubere Wohnung an. Überhaupt nicht, ne? So, das ist so mit das Letzte eigentlich, was so hinten anstehen müsste. Aber wir haben so diesen Ansporn, es muss aufgeräumt sein, es muss sauber sein, wenn jemand zu Besuch kommt. Wo ich mir so denke, ja, das sind Familienmitglieder, das sind enge Freunde, denen ist es schnurzpiep, wurscht, egal, ob da noch ein Krümel irgendwo rumliegt. Also ich denke dann immer so, man muss dann manchmal die Perspektive wechseln und sich überlegen, okay, wenn ich bei denen zu Besuch bin, schaue ich, ob es dort irgendwie schmutzig ist? Nee, eigentlich nicht. Und was ist es für ein Vertrauensbeweis, wenn du zu einer Freundin kommen kannst, bei der es jetzt eben gerade ist? Ja, also da müssen wir an uns arbeiten und uns überlegen, okay, was ist bei mir, was ist mit meinem Selbstbewusstsein? Mir als Person, dass ich nicht durch meine saubere Wohnung gefallen muss. Genau. Genau. Also ja, hat A was mit Selbstbewusstsein zu tun und so mit diesem Denken, was die Gesellschaft von dir erwartet oder wie du als Mutter sein sollst oder wie dein Haushalt aussehen soll. Genau. Und das löst so unglaublich viel Stress aus und Druck, der eigentlich völlig unnötig ist. Super. Wie siehst du das? Wir haben vorhin über die Bedürfnisse auch von den Kindern gesprochen, aber wir haben ja auch Bedürfnisse, also jetzt so wir als Frau, aber ja auch so mit dem Partner. Und also aus meiner eigenen Erfahrung, es fällt uns unglaublich schwer, das zu organisieren. Du merkst es dann meistens, wenn es so echt spät ist, wo man so denkt, boah, wir haben schon ewig nicht mehr miteinander so als Paar gesprochen, geschweige denn, wir waren mal irgendwo ohne Kinder. Aber viele sagen auch, ja, wir sind eine Familie, wir gehören jetzt halt so zu viel zusammen. Wie ist da deine Meinung so zu dieser Zeit so für sich alleine oder als Paar? Genau, also genau das, was du sagst, dieses, wir sind ja eine Familie und ich liebe meine Kinder und ich mache immer bei uns und also absolut. Aber es ist mindestens genauso wichtig, Qualitätszeit mit sich alleine zu verbringen und Paarzeit mit dem Partner. Wir kennen alle diese Momente, ja? Dann bist du keine gute Mutter mehr für deine Kinder, weil du einfach keine Kraft mehr hast. Ja? Wenn deine Partnerschaft irgendwann also gelitten hat und du mit deinem Partner Nummer eins bist, dich am Ende vielleicht sogar trennst, was ist das für eine Basis für eine glückliche Familie? Ja. Also bitte immer dran denken, tu dir selbst was Gutes als Mama. Das können Kleinigkeiten sein, aber gönn sie dir. Ja? Das muss nicht immer der riesen Wellnessurlaub sein, das kann. Und dann guck, dass du dir, und ich weiß selbst, wie stressig und anstrengend es ist, dass man sich Paarzeit rausnimmt. Mach dir Termine. Ja. Mach dir mit deinem Mann einen Termin. Also ich merke, du bist da auch dabei, ja? Ja. Und mach Erwachsenen-Dinge. Geh in den Raum. Wir mittlerweile im Alltagstrott, wir bestellen unser Essen schon nur noch. Aber wenn man sich diese Zeit nimmt und sagt, okay, und heute Abend gehen nur wir essen. In Ruhe. Heute Abend gehen wir ins Kino und nicht in Karlsruhe oder so. Ja, genau. In einen Erwachsenenfilm. Und danach haben wir Sex. Ist auch nett, wenn es nett ist. Ja? Aber wir können das tun, was uns gut tut und wonach uns das sind. Weil erst wenn du dir wirklich das geben kannst, dir das Beste geben kannst, dann kannst du das auch für deine Kinder tun. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Schön, ja. Also das merkt man auch, wenn man mal wieder so eine Auszeit hatte, wie viel ruhiger man auch dann im Umgang mit den Kindern ist. Und ja, man vermisst seine Kinder in der Zeit. Das ist ja was Positives. Umso schöner ist es dann wieder, wenn man aufeinander trifft und dann die Zeit wieder zusammen verbringen kann. Genau. Und bei uns ist das... Entschuldigung. Alles gut. Wir versuchen so alle 2 Monate wenigstens so Paarzeit zu haben, wo wir sagen, so einen Tag und eine Nacht. Wow. Alleine, die Kinder sind bei den Eltern. Den Eltern von meinem Mann. Ja, also dass du wirklich so das auch so im Kopf hast, okay, mindestens ne, einmal im Vierteljahr oder jeden Monat wäre natürlich super, aber jeder weiß, dass das auch nicht so einfach zu organisieren ist, aber dass man das so im Kopf hat, dass es auch sein muss irgendwo, zum Fortbestand ja auch der Familie. Ne? Das ist die Basis, ihr seid die Basis. Erstmal du als Mutter, dann dein Mann als Vater und ihr zusammen als Paar. Und es gibt
Also dann bist du alleinerziehend, wenn es das nicht gibt. Ja, genau. Familienklassischen Zug. Und mir hat neulich eine Mutter auf einem Elternabend genau zu dem Thema, hat sie gesagt, ja, bei uns ist es ziemlich schwer mit Babysitter und ja, kennen viele, ja, keine Verwandtschaft in der Nähe. Und die haben das so geregelt, die haben einen Abend in der Woche, wo die Kinder, die sind allerdings schon ein bisschen älter, aber genau wissen, ab 7 ist Feierabend, die sind in ihrem Zimmer, können sie das Bett fertig machen. Sie hat auch gesagt, es ist mir egal, ob die ordentlich Zähne putzen oder nicht. Ja. Und dann machen die Eltern im Wohnzimmer sich ein richtiges Date aus. Also entweder haben sie vorher schon gekocht oder sie bestellen sich eben was zum Essen, gucken sich den Film an, den sie eben gerade wollen und haben dann Zeit für sich und ja, für was auch immer. Ja, ja. Ja. Das kann irgendwie auch nicht. Es muss nicht immer raus sein, sondern es kann auch in der Familie sein, mit in so einem geschützten Rahmen, sage ich mal. Ja, ja. Ich glaube, es gibt immer eine Lösung. Genau, man muss nur bereit sein, eine finden zu wollen und nach Lösungen suchen. Genau, nicht gleich so, ach nee, ich habe keinen Babysitter, das geht bei uns nicht oder so. Genau. Immer gleich dabei sonst, ne? Ja, es ist so. Aber so schön, wie du sagst, genau, das basiert alles auf uns. Also, dass es der Mutter gut geht, dass es dem Vater gut geht, dass es uns als Paar gut geht und dann geht es halt der Familie auch gut. Ja, das ist schön. Und hast du noch so deinen ultimativen Tipp für ein glücklicheres Familienleben? Ultimativen Tipp. Ultimativen Tipp, die Geheimformel. Ja, also ich glaube, wie alles wirklich beginnen kann, ist genau das, was wir am Anfang hatten, nämlich weg von diesem Klischee. Da die Fragen zu stellen, was zeigt für mich eine glückliche Familie aus? Was zeigt für mich als glückliche Familie? Ja. Welche Werte sind mir wichtig? Welche Werte sind in der Erziehung wichtig? Welche Werte sind in der Erziehung wichtig? Und so weiter und so fort. Was ist uns wichtig? Welche Bedürfnisse haben wir? Und die Frage, was wollen und was können wir leisten? Also, es bringt mir nichts, wenn ich sage, ja, es ist ein Riesenwert, dass meine Kinder vegan, regional und immer frisch und rohkostmäßig ernährt werden. Ich aber irgendwie dreiviertel Tag arbeiten muss und Zeit mehr habe, das hinzukriegen. Kann ich das leisten? Ja? Ja. Also wirklich gucken, okay, wo finde ich die Balance? Und ich finde, das ist wirklich der erste wichtige Schritt hin zu einem bewussten, glücklichen Familienleben. Und das ist so was ganz Individuelles. Ne? Das muss halt jeder für sich entscheiden. Also jeder hat ja als Mensch seine eigenen Werte. Ja. Da muss man jetzt eine gute Kombination mit dem Partner finden und schauen, was sind die Werte für das Familienleben. Und das ist halt für jeden anders. Ja. Genau. Und damit muss man dann das dann auch so fahren oder seine Schiene fahren. Ne? Und wenig rechts und links gucken, was machen die anderen, sondern so sein Ding machen. Bringt auch nichts. Also sich an anderen orientieren, das kostet so viel Zeit und Kraft, das bringt überhaupt gar nichts. Das kann man lieber in seiner Familie. Und du hast in dieses Interview zwei ganz tolle Sachen mitgebracht. Und zwar zum einen können sich die Leute, die Interesse haben, nachher gerne noch ein Worksheet downloaden. Und du verlost auch etwas. Erzähl doch über beide Sachen noch kurz was. Ja, also dieses Blatt, das ist eine PDF-Datei, genau mit diesen Fragen, die ich jetzt gerade gesagt habe, so einfach als Impulsfrage, um mal selber durchzuspielen und zu überlegen, okay, was zeichnet für uns eine glückliche Familie aus? Also zur Verlosung machen wir das so, wenn ihr Interesse habt, ein Coaching bei Stefanie per Telefon zu gewinnen, dann schreibt einen Kommentar unter das Video, in dem ihr schreibt, was so der Punkt ist, wo ihr sagt, okay, da läuft es noch nicht rund bei uns in der Familie, da habe ich so ein immer wiederkehrendes Problem, wo ich nicht weiß, wie ich das lösen kann oder soll und wo ihr so einfach so nochmal einen Dritten braucht, der so von außen drauf guckt und euch da ein paar Tipps geben kann. Genau. Für zwei Familien, zwei Personen eben, gewinnen kann und es wird ungefähr eine halbe Stunde sein. Wir gucken dann mal ganz genau, okay, was sind die Bedürfnisse, was kollidiert da gerade und was gibt es vor allem für Möglichkeiten, einfache Möglichkeiten daraus. Genau, also das, den Link zum PDF und auch nochmal alles zur Verlosung, wie ihr daran teilnehmen könnt, das schreibe ich euch nochmal unten in die Infobox. Es war ein wunderschönes Interview. Du hast so viele tolle Sachen gesagt, die mir auch so, ja, die auch so meine Werte sind, eben auf Bedürfnisse achten, auf die Zugehörigkeit. Das war super, super schön. Ich freue mich mega auf alle Kommentare, was die Leute da draußen so dazu zu sagen haben. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. Wenn die Leute anderweitig Kontakt mit dir aufnehmen wollen, verlinken wir einfach auch alles unten in der Infobox, wie die Leute dich finden können.
Super, vielen, vielen herzlichen Dank, Julia, für das wirklich angenehme Interview. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.